Meinung zu Robert Kiyosakis Buch Rich Dad, Poor Dad. Ja, dieses Buch wird von sehr vielen Leuten als das ultimative Einsteigerbuch im Finanzbereich gesehen. Ich finde es tatsächlich dahingehend nicht schlecht, dass es ein gewisses Mindset zum Thema Geld mitgibt und einem schon mal so ein bisschen die Augen öffnen kann. Allerdings muss man das Buch auch mit viel Vorsicht genießen, denn Robert Kiyosaki ist durchaus eine Person, die viel in der Kritik steht und das auch berechtigt. Ich war beispielsweise mit Arno mal in einem Seminar von Robert Kiyosaki in London. Das hat er zwar nicht selbst abgehalten, sondern einer seiner Coaches, und dort versucht man einen da reinzubekommen, teure Coachings zu buchen, um dann zum Immobilieninvestor ausgebildet zu werden. Und dabei ging es nicht um die technischen Aspekte davon, sondern nur diese reine Mindset-Sachen, die auch extrem teuer verkauft wurden. Außerdem sind seine Investitionsstrategien, mit sehr, sehr viel Fremdkapital zu arbeiten, nicht unbedingt für jeden geeignet und birgen natürlich einige Risiken. Insgesamt würde ich nicht davon abraten, das Buch zu lesen. Es sind auf jeden Fall interessante Aspekte dabei. Allerdings muss man das mit einem kritischen Auge sehen.